Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Anscheinend steht uns ein Bosskampf bevor und um den kümmere ich mich. Nur erstmal muss ich eine andere Waffe nehmen. Zack, zack. Andere Waffe, Helga. So, Waffen. Wir nehmen die Pistole. Oder haben wir noch was Besseres? Nö, wir nehmen die Pistole. Dann los geht's. Okay. Hilfe! Der Wurm kommt hinter mir her. Was mache ich jetzt? Warten, wo er jetzt rauskommt. Wo ist er? Wo ist er? Da. Wow. Steh auf, steh auf, steh auf, Mädel. Steh auf. Oh, sie steht nicht auf. Was soll ich machen? Steh auf. Geht doch. Da. Okay. Ja. Woll. Yeah, Ungezieferbekämpfung. Das war jetzt aber gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber trotzdem actionreich. Wuhu. Geschafft ist geschafft. Nee, 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 nee. What? It's the shopping mall just like before. Am I back? Es wäre schön, wenn du zurück wärst, Heather, weil das war echt nicht normal hier. Gut. Also sind jetzt hier keine Monster mehr und so? Okay. Alles wieder gut? Kaputt. Also wollen wir jetzt hier direkt raus? War ich jetzt hier schon? Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso, ich kann einfach hinter mich laufen, oder wie? Echt? Das noch nicht gesehen. Nee, da ist doch zu. Zu. Geht's dann lang? War doch zu. War doch überall zu. Irgendwo komme ich bestimmt noch raus. Hier, da. Oh, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. War das nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay. Dachte, jetzt kommt wieder eine Sequenz. Gut. Gut. Hier ist irgendwie so hell. So, hier sind die Telefon. Das Telefon ist tot. Ja, wir haben alle unsere Hoffnung. Ich wünschte, ich könnte Papa erreichen. Ich finde es aber gut, dass sie, so viel, dass man so ein bisschen von ihrer Persönlichkeit mitbekommt, was bei James halt nicht der Fall war. Kaputt. Da können wir ganz raus. Weiß nicht, haben wir hier auch was? Fest zu. Kaputt. Ich wollte jetzt halt erstmal nicht ganz raus, weil ich dachte, vielleicht finde ich noch was. Fest zu. Okay. Also alles ist wieder okay, nur dass sie halt irgendwie auch ganz alleine ist. Also als wäre sie hier eingesperrt worden in Wirklichkeit. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie in Wirklichkeit irgendwie hier eingepennt ist oder sonst wie. Und dann, ja. War sie hier drinne und erlebt voll die Albtraumwelt oder was weiß ich nicht was. Heather! It's you!
What just happened? You must be one of them. What did I do? And what do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I've got a weird feeling it has something to do with me. Maybe you're just an innocent bystander, but I can't feel sorry for you, because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? If I knew that, I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something. Something I've been running from and forgot for a long time. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. Ich will nicht in die U-Bahn. Muss ich jetzt bei der U-Bahn kämpfen? Oh nee, ich will nicht zur U-Bahn. Das ist voll scheiße. Hier sind bestimmt auch voll die Monster. Kriege ich noch eine Karte oder? Hä? Wir können uns aber hier die Werbeplakate angucken. Irgendeine Rouge-Werbung. Eco-Actions. Und so. Also nachdem ich an ihrer Stelle das gerade erlebt hätte im Einkaufszentrum, und das war, finde ich, richtig heftig schon für den Anfang, würde ich doch nicht alleine in die U-Bahn gehen wollen. Ganz ehrlich, ich wäre froh, irgendjemanden zu treffen. Ich wäre einfach nur froh, nicht alleine zu sein. Ganz ehrlich. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Karte von dem Gebiet. Ja, super. Kaputt. Moment mal, ich laufe nochmal... War da Monster? Ich laufe nochmal zurück und gehe nochmal ans Ende des Ganges, weil vielleicht finde ich ja hier eine Karte und nicht, dass ich die dann übersehe. Kann ja sein. Mhm. Kaputt, okay. Ja, toll. Was haben wir hier? Growing strong and healthy Minmo Cat Foods. Yeah, Katzenfutter. Kaputt. Achso, dann kann man also nur da lang. Ja, dann ist ja gut zu wissen. Weil sonst verirrt man sich ja hier auch voll. Dann war das ja richtig. Laufen wir mal weiter. Gar nicht gruselig hier. Gut. Gut. Information. Hier ist eine Karte der U-Bahn, aber auch ohnehin zu sehen, kenne ich noch meinen Heimweg. Einfach rein in den Zug zur Bergen Street von Bahnsteig 3. Bergen Street, Bahnsteig 3. Mhm. Mhm, mhm. Und warum ist hier keiner? Wundert sie das nicht oder so? Oh, jetzt komme ich hier durch. Kann ich nochmal zurück einmal bitte? Kaputt. Kaputt. Gut. Das ist keine Karte. Na gut, dann müssen wir hier durch. Oder? Bin ich jetzt richtig hier? Wo ist denn die blöde Bergen Street? Bergen Street! Hier links runter. Nein.
bitte keine Monster. Scheiße, ich muss hier runter. Das klingt nicht gut. Mal hier, Muni. Patron. Jawohl. Warum bloß? Warum sollen wir denn nur welche finden? Bahnsteig 3. Kann ich das mal bitte sehen hier? Ich sehe nichts. Ey, ich kann nichts erkennen. Leck mich doch, Spiel. Kann ich mal die Karten... Also, wo soll man denn wissen? Hier Bergen Street. Da hinten steht's doch. Bergen Street, Bahnsteig 3. Hier müsste es sein. Ja. Kann ich nochmal neu laden, bitte? Das sehe ich nämlich schon kommen, dass ich jetzt gleich schieße und dann muss ich erstmal laden. Bin ich jetzt hier Hazel Street oder was? Nee, Bergen Street. Ja, bin ich doch richtig hier. Ich finde das doof, dass man das nicht so gut erkennen kann, wenn man hier hin soll. Hazel Street, Bergen Street. Ich hoffe, das ist richtig. Auf jeden Fall schon mal hab und gut für uns. Ein Gesundheitsdrink. Wir sind jetzt Hazel Street. Ich wollte aber Bergen Street. Ja, egal. Aber wir haben schon mal was gefunden. Ist ja auch gut. Ich bin nur verwirrt von den Anzeigen, weil da eigentlich auch stand, dass es da auch zu hingeht. Vielleicht können wir ja hier einfach geradeaus rennen. Nee, ist schon mal zu. Hazel Street. Vielleicht auf der anderen Seite? Auf jeden Fall ist bestimmt bei unserer Straße, wo wir hin sollen, natürlich ein Monster. Was denn sonst, oder? Kann man sich ja schon fast denken. So, andere Seite. Na? Das ist auch alles Hazel Street, nur das andere Bahnsteig. Mhm. North... Okay. Ich laufe da mal wieder nach oben. Oh Gott, ist das schrecklich hier. Ich schwitze schon wieder in den Händen. Ich muss mal wissen, wo es lang geht. Ich kapiere das gerade nicht. Man kann die Schilder halt so schwer erkennen. Ich würde halt einfach gerne mal mein Joystick so nach oben machen, dass sie nach oben guckt. Ja, ich muss dann, wo Bergen steht. Anders läuft das hier nicht. Das ist auch Hazel. Hazel, ist alles Hazel. Aber für die Bergen muss ich doch noch weiter runter. So verstehe ich das jetzt eigentlich gerade. Hä? Hm. Oh. Was haben wir hier? Was ist das? Das habe ich vor langer Zeit gelesen. So ein abgedrehtes, okkultes Spinnermagazin. Ich fand das alles ziemlich daneben. Wenn man es nur so zum Spaß liest, ist es aber nicht übel. Die Seelen derjenigen, die plötzlich durch Selbstmord oder einen Unfall gestorben sind, erkennen nicht, dass sie tot sind. Manchmal bleiben sie und spuken am Ort ihres Todes. Die Geister haben ihre menschlichen Sinne und Erinnerungen verloren und können nur immer wieder den Schmerz und die Trauer im Moment ihres Todes wiederholen. Der Schmerz kann so stark werden, dass sie sich auf der Suche nach Rettung an Menschen wenden oder sie gönnen den Menschen ihr Leben nicht. Dann kommt es vor, dass sie von einem Menschen Besitz ergreifen. Orte, die als berühmte Selbstmordstellen oder Gebiete mit hohen Unfallkommen bekannt sind, tragen häufig die Schuld. Sie sollten bei der Annäherung an solchen Stellen vorsichtig sein, besonders an dem Tag oder zum Zeitpunkt, an dem sich der Tod ereignete. Das heißt, wenn sie nicht wollen, dass es ihnen auch passiert. Oh nein, wir werden jetzt hier voll die Geister bestimmt sehen. Scheiße. Bergen Street, Bahnsteig 3. So, wo bin ich denn jetzt hier? Kann ich das mal sehen, bitte? Ich sehe nicht, wo ich bin. Das ist die Scheiße. Ich bin Hazel Street. Und bin bestimmt voll falsch hier. Oh, das nervt mich.
komme ich denn hier mal irgendwie weg? Hazel, Hazel, Hazel. Weil ich wollte halt weiter runter und das kapiere ich halt hier nicht. Hier ein Verbandskram, Sachen. Das ist der einzige Vorteil, wenn man sich verirrt. Dass man wenigstens Sachen findet. Aber wenn jetzt hier überall jetzt noch Monster wären, wäre es echt scheiße. Ich bin total falsch hier. Trotzdem finde ich immer Sachen. Also zum Beispiel auch die Zeitung und so. Ich kapiere das nicht, wo ich hin soll. Ich gehe nochmal nach oben und gucke nochmal genauer. Das muss doch zu kapieren sein. Ich meine, ich fahre selber U-Bahn. Aber irgendwie finde ich das hier komplizierter. Diese komischen Gänge hier. Bergen Street soll oben sein, oder was? Vielleicht habe ich mich auch vertan. Das ist gar nicht unten, sondern oben. Ich meine, hier hört man ja auch das Monster. Was ist da an der Tür, wo ich hin soll, oder? Die hat doch da irgendwie... Ja, hier die Tür. Oder was ist wichtig? Krieg ich jetzt endlich eine Karte, ja? Ach, jetzt krieg ich doch endlich eine Karte. Das ist ja mal was. Gut, auch mal Zeit, ey. So, Karte, her damit. Schön, schön, schön. Hazel, Hazel, Hazel. Ist alles nur Hazel. Ja, kapier ich irgendwie gerade nicht. Soll ich jetzt nach oben? Ich glaube, ich soll nach oben. Das heißt, es gibt hier auch eine Treppe, die nach oben führt. Ich habe voll Schiss hier. Bergen Street steht aber hier immer so nach links unten. Wenn man da so ganz kurz das sehen will. Das ist doch kacke hier. Man soll irgendwo, überall eigentlich hier so nach unten gehen können. Ist doch komisch. Also ich finde das sehr verwirrend. Hier Bergen Street, oben. Ich gehe jetzt hier runter. Ich bin damals aber auch hier runtergegangen, oder? Hä? Also wenn das da steht, muss es das doch auch geben. Was ist, wenn ich jetzt hier langlaufe? Hier, wenn man hier runter geht. Oder was? Ich habe das Gefühl, ich laufe halt denselben Weg wie vorhin, aber da kam ich ja auch nicht an. Bin ich hier wieder. Das ist so coole Magazin, oder das ist ein anderes. Ja. Ja. Hm? So, dann gibt's hier eins, zwei und die Treppe halt die da. Okay. Und wo gehe ich jetzt runter? Ich verirre mich hier, ich verstehe das nicht. Kapiere ich nicht. Bin schon wieder Hazel Street. Ist voll doof. Bin so doof. Ob ich nun das Gleis oder das Gleis nehme, ist auch egal, oder? Also ich meine Treppe. Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich ist es voll einfach, wenn man das einmal versteht. Aber hier Bergen Street. Und ich laufe jetzt hier geradeaus. Das muss doch gehen. Und dann nach oben. Bergen Street. Yeah, Bergen Street. Ja. Bin ich gleich wieder da, wo ich war. Haha. Hallo U-Bahn, es kann ja nur runtergehen. Es kann doch gar keine Treppe raufgeben. Das macht ja auch gar keinen Sinn.
Hier nimmst du die Treppe runter. Ich versuche es zu verstehen, aber irgendwie, ja. Irgendwie nee, ne? Irgendwie bin ich zu doof. Ich glaube, ich laufe, wie gesagt, auch immer dieselben Wege. Ich check's noch nicht ganz, aber merkt ihr ja auch. Bergen Street. Hier, das. Hier waren wir noch nicht, ne? Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, hier bin ich richtig. Monster! Also war das doch bei den Hunden richtig. Ja. Abgeschlossen. Ja, das ist ja schön. Jetzt habe ich den Weg endlich gefunden. Komm nicht weiter. Kannst du hier? Verarscht. Also war das bei den Hunden doch richtig, oder was? Ja, dann laufe ich jetzt hier weiter. Und hier geht's auch nicht weiter, ne? Oh Mann, was mache ich denn dann? Ach, ich kann hier runter. Weich aus. Hey, wenigstens haben wir das Gleis. Ich war dann direkt am Anfang eigentlich schon da, ne? Ich dachte nur, ich wäre in der Hazel Street. Die U-Bahn kommt. Die U-Bahn kommt. Nein! Nein, nein, nein. Bitte lass mich nicht Game Over sein. Ich habe den Weg doch endlich gefunden. Oh, scheiße. Toll, dann muss ich also... Was muss ich überhaupt machen? Wenn ich schon aufs Gleis gehen kann, dann muss man ja irgendwie einen Weg daran finden. Aber hey, hey, ich hab's gefunden nach 3000 Stunden. Aber egal, irgendwie, ich krieg den Weg schon hin. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.